Hi Leute, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Ich bin ja immer noch in Dark Souls 1 am PvP All Bosses Run und habe mich dazu entschlossen, dass es Zeit ist, das Gebiet zu wechseln, weil ich an Manus und Kalamit ein bisschen scheitere und ich aber Fortschritt machen möchte. Deswegen habe ich mich in Richtung Lavastromdämon begeben und werde jetzt hier weitermachen. Und hier aktivieren wir jetzt auch wieder die Menschlichkeit, dass ich auf jeden Fall invaded werden kann. Und ich habe auch ein bisschen Menschlichkeit gerade dazu bekommen. Hier habe ich leider nur noch zwei, aber damit ich auf dem Weg dorthin natürlich bereits gesnackt werden kann. Das Schwert von Artorias Geld mit Humanity. Oh, das ist natürlich auch geil. Naganoko, du hast dich die ganze Zeit benommen. Da kam noch gar nichts Schlechtes. Mein Bild vorher zeigen. Ja, mein Bild ist schon wieder total random eigentlich. Also, aber ich zeig gerne mal kurz meine Stats. Ich mache das immer so, wie es irgendwie reinläuft. Ich habe da nie irgendwie einen großen Plan. Das ist bei mir, ja. Achso, das ist jetzt natürlich Mist. Ich brauche jetzt wieder eine leichtere Rüstung. Hier gibt's irgendwie einen Cheese bei dem Boss, aber den kenne ich nicht. Ich glaube, man muss einfach nach hinten laufen. Es ist aber so, dass ich den eigentlich kann, den Boss, ohne den Cheese. Also, ja, gehe ich. Gehe ich einfach und klatsch ihn. Hoffentlich. So viel dazu. Ja, ja, ist ja gut. Okay. Gerade habe ich gesagt, ich kann den Boss eigentlich. Aber ja, er macht trotzdem extrem viel Schaden, wenn man nicht diese schwarze Rüstung anzieht. Waren das die? Nee. Moment. Die hier. Ich mach ihn auf jeden Fall ohne den Cheese. Es ist zwar... Ich glaube, man muss einfach, wie gesagt, nur zurücklaufen und dann haut er irgendwie mit einer bestimmten Attacke dann da hinten zwischen die Säulen und bleibt da hängen oder sowas. Muss ich erst schauen, dass ich unbedingt die meine Seelen zurückkrieg, die Menschlichkeit, die ich hier habe.
So. Die 15 Menschlichkeit zurück. Lasert er jetzt gleich durch. Nee. Komm mal wieder. Komm jetzt hierher, Kumpel. Da kommt der Laser. Genau. Aber jetzt habe ich die richtige Ausrüstung an. Ey, komm hierher jetzt. Ja, geht doch. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte im richtigen Moment gedrückt. Anscheinend wohl nicht. Das gibt's doch nicht. Das... Ah. Nicht schon wieder! Er erwischt mich aber auch jedes Mal. Kannst du mal bitte jetzt was anderes machen? Als mich wegzulasern? Hau mich doch mal normal jetzt. Nee, er lasert schon wieder! Nein! Das gibt's nicht. Ach. Ich überlebe das gerade nur wegen der Rüstung und weil ich so viele Heiltränke hab. Nein! Ach, come on! Ach. Bin ich schlecht. Aber genau, pure Brute Force, richtig. Ah. Ah, ich kann auch einen Heimkehrknochen nehmen, dann muss ich nicht ganz so weit laufen. Hier könnt ihr spoilern, was ihr wollt, wirklich. So, kann ich einmal leveln? Nee, dafür brauche ich einige Seelen mehr. Deswegen... Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was gab's denn da hinten nochmal? Gab's da irgendeinen wichtigen Loot da hinten in der Ecke bei den Taurus-Dämonen? Nur Schmutz. Okay, dann gehen wir da nicht hin. Nichts Wichtiges in dem Fall. Gut. Dann... Ab zu dem Kumpel dort. Gegen was kämpfen die hier eigentlich? Wobby. Ah, okay. Deinen Ring, den Rest brauchst du nicht. Wenn es sehr schade ist, weil das Areal und die Bosse sehr cool sind. Das Leben als WG in der Hölle.
So. Kämpf mich nicht oben durch die Boys. Ich hüpfe hier runter. So, ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich auch hinten links eigentlich nichts gebraucht hatte, sondern hier eigentlich straight geradeaus durchlaufen kann. Machen wir erstmal den weg. Ah, da war die Nummer. Ja, der explodiert auch. Okay. Mist. Aber dann nützt die Rüstung, diese nützt hier halt auch so viel, ne? Das ist so krass. Oh. Aua. Ja, das meine ich damit. Die Rüstung ist hier, die ist hier super wertvoll. Ach. Ich spiele gerade nicht gut. Aber es funktioniert. Dämonenbeschleuniger. Möchte aber nicht, dass die Dämonen schneller werden. Ich will keine Dämonen beschleunigen. So, hier gab's jetzt. War das unten? Ne, ich glaube oben. Ein Aufzug. Dankeschön. Zum anderen hast du Fire Resistance plus Poise. Was heißt, was ist Poise? Ach so, dass ich besser dran stehen kann, ne? Dass ich nicht umfall. Ach, ich finde das schon okay so. Alles gut. Und die Defense ist ein bisschen besser, ja. Ja, alles gut. Alles okay. So, haben wir den Aufzug aktiviert. Wunderbar. Jetzt bin ich am Überlegen. Nee, das ist der Shortcut. Ich muss erst in die Richtung.
Ja, ich finde auch, das sieht mega geil aus, das Ding. Ach, hier unten war noch ein Leuchtfeuer, habe ich ganz vergessen. Was war denn jetzt hier nochmal? Warum ist da unten? Ist hier schon der Tausendfüßler? Habe ich den Ring vergessen? Ich brauche eigentlich den Ring für den Tausendfüßler. Deine Mutter, nee! Nee! Nicht schon wieder deine Mutter, Mann! Ah, das geht durch die Wand durch. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Oh, und es killt mich einfach One-Hit. Ah. Wer von euch ist deine Mutter mit diesem komischen Magiezeug? Zumindest keine Dark Magic. Ich hasse Magie. Ich hasse sie so sehr. Ah, jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich erstmal kurz durch die Tür durch. Ist das hier? Weil eigentlich brauche ich den. Scheiße. Hier brauche ich eigentlich den Ring, oder? Ah ne, den kriege ich hier, ne? Den Ring kriege ich hier. Oder? Nee, auch nicht. Aber gut. Ah, der droppt den. Ah, okay. Nee, ich finde hier eigentlich gut, tatsächlich, Naga. Ich habe den immer hier bekämpft. Und fand das voll okay. Komm mal ein bisschen weiter vor, bitte. Autsch. Mist. Verdammt! Ach komm. Shit. Na bitte, geht doch. Da ist er, der Ring. Jawohl, so. GG, Dankeschön. War jetzt nicht so mächtig, aber egal. Was war da hinten links drin? Ah, da geht's weiter. Geht's hier weiter? Ja, da sitzt Solaire.
Ja, mit Level 74 ist das natürlich auch so eine Sache hier an der Stelle. Da kommt man relativ easy durch, ne? Irgendwas juckt mich schon die ganze Zeit an der Nase. Jetzt müsste ich eigentlich. Ach so, nee, um Solaire zu retten, hätte ich bei Isalit, bei der guten Spinne Menschlichkeit opfern müssen und so. Ah, Moment. Sechs Level besser als der Durchschnitt? Ja, 6 Level ist gar nicht so viel mehr, ne? Ah, so, jetzt lasst mich kurz überlegen, wie war denn das hier nochmal? Muss ich noch einen weiter? Ja, noch einen weiter. Ich habe jetzt gerade den. Genau, dann. Hier. Den Pyro-Ring, also der mich durch Lava laufen lässt, natürlich, vom Dämon. Und den. So, dann hier entlang. Und den Goldjungenring von diesem goldenen Putzi. Glaube, dann musste ich nach oben. Bin mir da jetzt aber nicht 100% sicher. Mein Bild verstehen. Glaub mir, da gibt's wirklich überhaupt nichts zu verstehen. Nee, ich musste hier nicht nach oben. Das war nur für die Doppelmenschlichkeit. Ups. Der heißt im Deutschen Schutzring der Gunst. Ja, Favors. Passt. Von Lothric. Ja, so hieß der, glaube ich. Gab's nix. Hier war so eine Stelle, bei der man ganz wild durchlaufen konnte. Das mache ich auch. Will ja hier Fortschritt. So, dann bin ich immer hier rüber. Glaube ich. Weiß nicht, hier unten in den Löchern gab's immer auch irgendeine Kleinigkeit. Das ist irgendein ganz wilder, unique Gegner hier, habe ich mittlerweile rausgekriegt. Erfahren, dass der diesen Gegner hier, den gibt es nur hier an dieser Stelle und ganz seltsam. So, jetzt will ich die Tür da hinten aufmachen. Oh Gott, ja, Isalit. Bed of Chaos, ganz schrecklicher Boss. Ehrlich, du liebst den? Wie? Okay. Na gut. Solaire! Oh nein! Solaire wurde von Maden gefressen.
my son. It's setting. It's dark. Armer Solaire. Armer, armer Solaire. Greifen die mich hier eigentlich nochmal an? Nee, ne? Die greifen mich nicht an. Laufe ich jetzt zurück bis zu dem Leuchtfeuer? Nee. Komm. Passt schon. Wie war denn das nochmal mit diesem... mit diesem Dämon da oben, der... der respawnt, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, der einzige, der respawnt hier, der da vorne. Irgendwie wegen einem Fehler im Code oder sowas. Den hier, der hier vor mir steht. Glaube ich, der einzige im Spiel dieser Dämonen, die respawnen. Alle anderen sterben, glaube ich. Auf ewig. Ja, das war aber keine Absicht, Sepp, dass der... Da habe ich mal irgendwie ein kurzes Video über den gesehen. Das war keine Absicht von den Entwicklern, dass der ewig lebt. Oder halt respawnt. Nee, das... so, also, das war nicht so beabsichtigt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwie ein Fehler im Code oder sowas. Oder ist er der Mächtigste wegen einem Fehler im Code? Irgendwie sowas. Ah, da steht ja nochmal so ein... So, jetzt wird's wild. Jetzt ist natürlich die Menschlichkeit wahrscheinlich futsch. Weil ich habe keine Ahnung, ich... Das ist hier bei mir, das ist einfach nur lucky. Die ganze Nummer hier. Ich glaube, hier konnte man... Oh, wie war denn das noch? Musste man hier jetzt rüber? Und dann... Aua. Stopp. Aua. Was? Wieso? Wieso nicht? Aua. Aua, tot. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Warum sollte ich... Also... Keine Ahnung. Ich verstehe diesen Boss nicht. Wieso konnte ich den Seed angreifen? Den kann man doch immer angreifen. Falsche Richtung. Ja. Yeah.
Also ich weiß jetzt nicht genau, habe ich irgendwas, sollte das so nicht funktionieren? Ich weiß es nicht. Eigentlich brauche ich, glaube ich, diesen Lava-Ring gerade nicht, ne? Oder brauche ich den nochmal? Ne, den brauche ich jetzt nicht mehr. Die ganze Pyro-Nummer, ja, doch, könnte gegen sie schon auch helfen, ne? Aber ich glaube, sie macht mir mehr. Ja, kann ich auch so lassen. Dein Deutsch ist super. Okay. Aber ich habe das bisher immer so gemacht. Ich bin zu dem einen Seed, dann zu dem anderen und dann in die Mitte. Mit drei Anläufen. Vielleicht kann ich jetzt kurz mein Zeug holen. Wo ist es denn? Scheiße, wo ist es? Zeug ist weg. Shit. Mein Zeug ist weg. Lol. Der Loot einfach weg. Oh, hier musste ich, glaube ich, eigentlich auch. Ah, nee, geht. Ja, Feuerbombe ist, ist die Safe Strat für, da muss man dann irgendwie in die Mitte oder so. Aber ich habe ja keine Feuerbomben. Nee. Ah. Das hätte jetzt sein können, Mann. Das wäre nice gewesen. Die ganze Menschlichkeit ist weg, die 13 Stück, aber die lagen da auch nicht mehr. Keine Ahnung, wo die waren. Speedruns gewohnt, ja, das ist natürlich. Im Speedrun macht man das so. Ja, der kann jetzt gerade nicht invaden, weil ich nicht menschlich bin, ne? Ach so, du meinst zum. Für die Seelen, ja. Was ich das erste Mal gerätselt habe, weil ich ja keine Ahnung hatte, ich bin komplett blind, habe ich das gespielt und. Was ich gerätselt habe, wie dieser Boss funktioniert, ey. Oh, das war schrecklich. Bis ich verstanden habe, dass ich nicht jedes Mal nach rechts und links laufen muss, sondern dass die schon kaputt sind. Letztes Jahr im Dezember, vor einem halben Jahr. Ist auch auf YouTube. Der komplette Run. Komplett blind. Ohne Hilfen, ohne Google, ohne nix. Wie alt ich bin? Alt. Etwas älter. Noch nicht so alt. Zu alt für den Scheiß. 36. Oder bin ich 36 gewesen? Werde ich dieses Jahr 36? Oder bin ich schon 36? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie so.
glaube, ich werde dieses Jahr 36. Ah! Gut. Und ich bin noch nicht fertig, Sepp. Gib dein Bestes. Ja, ist erledigt. So, welche Bosse sind denn jetzt noch offen? Nur noch die drei? Ehrlich? Es sind nur noch drei Bosse offen? Oh Mann. Gut, dann muss ich jetzt doch wieder. Dann geht es jetzt doch wieder. Hierhin. Bleibt ja nichts anderes übrig in dem Fall. In dem Fall bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als hier wieder hinzugehen. Du wirst dich noch einmal deiner Mutter stellen müssen. Ach so, ja, apropos. Stimmt. Wobei das jetzt, glaube ich, keinen Sinn macht hier an der Stelle, dass ich mich jetzt menschlich mache. Sepp, ich habe mir schon gedacht, dass du das bist, ne? Wer sonst? Also, was probiere ich jetzt? Kalamit oder Manus? Kann ich eigentlich die Riesenkeule plus 10 ist Maximum, ne? ...15 wäre Max? Wait. Die Glut ist unten bei den Four Kings. Okay. Okay, okay. Wichtig, wichtig. Dann mache ich das jetzt. Da kann ich mich ja... Boah, wo gehe ich da am besten hin? So, ne? Kannst du mir eine genauere Position sagen, wo die Glut ist? Okay, untere Ebene. Das ist schon mal was. In einer Truhe. Okay. Ich schluck jetzt trotzdem den Wanderfluch, glaube ich. Einfach um sicher zu gehen.
falls ich mal doch einen Geist bekämpfen muss. Ich habe eine Idee, wo sie sein könnte. Aua. Bin mir nur nicht mehr sicher, wie ich zu dieser Truhe gekommen war. Nope. Das würde schmerzhaft werden. Ah, da bin ich, glaube ich, mit der Keule besser dran gegen die. Aber egal. Und zwar... Komm, hau mich. Nee, so ist easy. Läuft. Hier oben, glaube ich, oder? War das hier? Nee. Muss ich gerade selber überlegen. Irgendwo auf so einer oberen Ebene. Sterbe ich? Okay. Hier war doch noch mal einer. Wo ist der? Da sind noch ein paar Geister. Was war denn hier nochmal? Wo komme ich denn? Ich glaube schon, dass es hier irgendwo war. Ich mache jetzt hier alles platt und dann habe ich ja Zeit zum Suchen. Dann geht dieser Schleim weg. Jetzt, okay. Hier kommt doch noch mal so ein... ja. Erst ihr? Nee, erst du. Okay, von mir aus. Ups. Ah, fuck. So, ihr Geister. Wollt ihr mich gar nicht? Bist du eine echte Kiste? Grauer Brocken, okay.
war denn das noch? Da vorne rein? Scheiße, scheiße, nein! Oh. Okay, scheiß auf Freikämpfen, ich renne einfach so durch. Ich muss von der anderen Seite kommen, bei den Drachen. Aber die Drachen sind im Weg. Oh. Shitty, 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 ich weiß ungefähr wo, aber... Die Drachen, oh. Was ist denn das andere Leuchtfeuer? Kann ich mich dahin teleportieren? Nee, ne? Das geht auch nicht. Ich muss halt von der anderen... Wenn ich da komme, wo die Drachen sind, dann habe ich es, glaube ich, gleich. Beziehungsweise, wenn ich jetzt überlege... Ich kann ja von da einfach zurücklaufen. Nee, passt. Ich glaube, ich müsste es glaube gut finden jetzt. Ich habe eine Idee. Aber danke, Sepp, fürs Raussuchen. Vielleicht brauche ich es ja doch gleich. Ah, warte. Konnte ich nicht hier? Ja, genau. Lloyds Talisman liegt hier rum. Okay, genau. Ich konnte nämlich hier runter. Genau, und hier ging jetzt irgendwo... ...bisschen zurück. Warum ist hier ein Bossnebel? Und dann ging hier hinten, glaube ich, hinter dem. Kann das sein? Nein! Ach, verdammte Axt. Da ist ein Aufzug. Das wird irgendeine Abkürzung sein dort, der Aufzug wahrscheinlich. Aber Sepp, bin ich da auf der richtigen Spur? Oder bin ich komplett falsch? Weil wenn ich komplett falsch bin, dann schaue ich mir doch kurz das Video an. Ja, genau, die Holzhütten, ja. Also so Hütten, das sieht eher aus wie, keine Ahnung, ein Kuhstall oder sowas. War die Treppe, die ich hoch muss, innerhalb der Hütten irgendwo oder ist die dahinter? Aber dahinter war jetzt nur der Aufzug zu sehen. Oh, ich erinnere mich dunkel. Ganz, ganz dunkel. Da ist noch ein anderer als der Aufzugweg. Okay. Also nicht hier rechts, sondern dahinter. Und nicht der Aufzugweg. Ja, guck mal an. Perfekt. Genau, hier ist eine Seele und dann auf der anderen Seite...
Genau. So. Noch höher? Ich glaube, noch höher, ne? Und dann da drüben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich genug Materialien habe, um überhaupt die Keule noch ein bisschen zu leveln. Ey, das ist auch so krass, wie sich die Map und alles eingebrannt hat in den Kopf. Das von einem so einem Spiel, wo es eigentlich, also, dass ich nur so mal durchgespielt habe und dann nochmal casual alle Bosse mit DLC und trotzdem weiß ich noch alles. So, jetzt gucken wir mal nach der Keule. Wait, what? Nee, Moment. Umwandeln. Da. So, und jetzt kann ich verstärken, oder? Ja, was brauche ich dafür? Noch einen grauen Brocken. Dann sind wir zumindest mal bei plus 12. Don't get yourself killed. Neither. Well, hello. You seem to need anything for. So, jetzt brauche ich zwei graue Brocken. Tja, aber wir sind auf plus 12, das ist schon mal was. Zu 100% bei den Rittern kriege ich zumindest einen Fix holen. Nee, ich muss ja jetzt auch erstmal nochmal gucken, dass ich irgendwie zu dieser Kiste komme. Bei der ich den in dieses Medaillon bekomme für Manus. Die haben mich ja hier schon hart gesnackt, als ich das letzte Mal hierher wollte. Aber jetzt kann ich die erstmal killen. Die zwei, die hier direkt auf mich losgehen. So, der kommt auch. Weil da bin ich jetzt gespannt. Das wusste ich ja überhaupt nicht, was das hier was geht, ey. Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder so blöd hier jetzt. Ach Scheiße, ich hätte saufen sollen. Die Stelle ist so dumm. Die machen mehr Schaden wegen dem Untergrund, oder? Auf dem die stehen. Wait. Man kann Manus parieren? Nein. Nein.
alle Attacken von ihm? Also außer die Magie halt. Ach so, Zauber parieren. Na, Zauber parieren finde ich irgendwie dämlich, weiß ich nicht. Ach so, ist dafür das Amulett, wo ich jetzt hinrenne, oder wie? Dass ich die Zauber von ihm pariere. Ach so. Dann sind wir auf der falschen Fährte tatsächlich, weil ich kann zwar parieren, aber dann brauche ich das Ding nicht holen. Ich dachte, ich kann seine Zauber damit irgendwie schwächen, dass ich nicht so viel Schaden davon bekomme, aber parieren, das... Ja, dann habe ich es falsch verstanden. Sorry, mein Fehler. Das habe ich falsch verstanden. Ach so, verstehe. Nee, alles easy. Alles easy, kann auch genauso gut sein, weil ich kann nicht die ganze Zeit alles lesen, was im Chat so. Manchmal fliegt auch mal irgendwie eine Info an mir vorbei, die ich dann nicht richtig mitbekomme. So, 20 Flakons, passt. Nee, ich vermute immer noch, dass ich es einfach falsch verstanden habe. Alles okay. Das passt. Wir machen das jetzt anders. Ich klatsch den jetzt. Sack auf den Kopf. Sack auf den Kopf. Und er kriegt eine drauf. Manend auf plus 5. Die ist auf plus 12. 5? Wieso 5? Mindestens 15. Ja, mindestens 15 ist gut. Ich glaube, das Maximum ist ja 15, oder? Ja, klar. Also nochmal ein paar mehr Damage. Ich glaube, mit plus 12 fahre ich schon ganz gut. Also vom Schaden her ist es voll okay. Ich habe sie jetzt nochmal zweimal gelevelt. Ich guck mal, wie es läuft. Diese Zauber, ich hasse es so sehr, ne?
Ah, Mist, das war dumm. Und noch einmal, jawohl. Scheiße! Fuck! Ah, ärgerlich, das war schon wieder so knapp. Ja, ich krieg das schon hin, aber es ist... Ah, weil ich dann in Panik gerate in manchen Momenten, ey. Mega ärgerlich. Irgendwo da unten kann man, glaube ich, den Hund retten, ne? Sif ist doch auch da unten in der... Ich meine, brauche ich... Also, es muss nicht sein, aber... Einfach nur, um noch mal ein paar Infos gekriegt zu haben. Ah, ja. Wie ein wahnsinniger Rollen, ja. Das Schlimme ist, dass die... also mit der von oben komme ich klar, das geht. Am schlimmsten ist die von vorne und die, die so von der Seite, von allen Seiten kommt. Hätte nicht sein müssen, der Treffer. Ah, Mist. Aus dem Timing raus. Okay. Scheiße. Mist. Und noch einmal. Nein! Oh, gut, 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 gut. Alles okay. Nee, jetzt bin ich tot. Nee, bin ich nicht. Wenn er von oben kommt, ist alles gut. Komm schon, komm schon! Nein! Oh, mein Schlag ging nicht mehr durch! Shit, 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 shit. Nee! Fuck! Oh. Oh, er muss den schlimmsten Zauber, den ich mit denen er machen kann, muss er natürlich... Oh,
Oh, ist das ärgerlich. Ah, den dümmsten Zauber, den er machen kann, macht er. Scheiße, alle anderen wären okay gewesen, hätte ich mich irgendwie gegen geheilt. Aber gegen den, mit so wenig Leben auf meiner Seite. Ah. Oh. Oh, die Waffe buffen. Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das geht ja auch noch. Oh Mann. Ja, genau. Ja, mache ich jetzt. Mache ich. Ganz vergessen, dass es das ja auch noch gibt in dem Spiel. Schnauze. Was habe ich? Ich habe keinen Buff. Okay, hat sich erledigt. Geht auch so. Ja, die kann man bestimmt irgendwo kaufen, aber bis ich jetzt dorthin bin, vielleicht, ich probiere es jetzt noch einmal so. Und dann gehen wir zu irgendeinem Händler. Irgendeiner wird bestimmt so ein Pulverchen haben. Ich weiß nicht, ob Sepp oder so darf kurz Bescheid geben oder wissen, ihr wisst bestimmt, wo man das kaufen kann. Ah, die Pilze, ah, bei der spawne ich ja sowieso. Perfekt. Ach, okay. Tassilo mag keine Magie. Das ist untertrieben. Bei der hier? Nee. Ist das die? Ich weiß es gar nicht. Thank you. I am Elizabeth. Some ash for I. Ah. Ah ja, guck mal. Goldharz. May the flame. Struggling, are we? If there's anything I can do, never help. May the flame. Jetzt kann ich auch gerade noch eine Seele schlucken, dass ich nochmal leveln kann, ne? Ah, noch eine. Ah, passt schon. Ah ne, teleportieren will ich mich. Mach nicht Pyro und Magie zu... ich mag gar nichts davon. In diesem Spiel. Ich finde es grausig. Ganz, ganz grausig. Und deine Mutter, Sepps Magie-PvP-Charakter, das ist die absolute Hölle für mich. Ja, Pyromancy ist OP. Das mag schon sein, aber ich kämpf lieber wie ein Mann.
Noch nie verloren, nice. Was, man kann Stärkebild spielen und Pyrus. What the fuck? Okay, nicht schlecht. Okay, das ist nice. Wie kann ich dir Geld schicken? Was? Grüß dich, Raraf. Hi. Ach nee, die Nummer, scheiße. Ja, nee, das ist genau richtiges Deutsch, das passt schon, aber warum willst du mir jetzt Geld schicken? Wegen meinem Satz? Alter. Hören Sie bitte auf, mich zu verhauen, Herr Manus. Ach, dieses nach vorne hüpfen und Schaden kriegen, ne? Voll nervig. Das war gut. Shit, 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 shit. Nein, nein. Nein. Ah. Oh Mann. Jetzt muss ich ganz kurz raustabben. Weil funktioniert alles nicht so richtig hier bei mir mit manchen Infos. Ja, ein Donation-Link ist unten drin, aber... Mit Line oder... Oh, okay, das kann ich dir... Uff. Ja, Line oder PayPal, ich glaube, das ist... PayPal, gibt's das überhaupt drüben in... Japan mit PayPal? Ich weiß gar nicht. Oh, das ist echt schwer. Ich will aber einen anderen Service mal irgendwann wählen. Ich weiß noch nicht so richtig, was da gut ist. Ich weiß, manche benutzen Patreon. Das sei wohl irgendwie was. Ja, so ein. Das ist halt so ein Zwischenhändler, ne? So ein Zwischenservice irgendwie. Und Patreon ist da wohl irgendwie ein Ding, das man machen kann. Aber. Ein Bitcoin-Link. Ich hab tatsächlich. Also. Ich hab tatsächlich ein Wallet. So ist es nicht. Ich wollte tatsächlich den Service mal ändern, dass da auch was... Nee, was? Sepp? Sepp, dankeschön. Für den Euro. Aber, also was sowieso brutal krass ist, wie viel PayPal da an Gebühren schluckt, ne? Das ist abartig. Da wollte ich sowieso mal, das wollte ich alles ändern. CSGO-Skins, auch eine Idee.
Ah, Mist. Einen zu früh. Das können wir gerne nachher mal prüfen, was sich da ändern kann. Schauen wir uns gemeinsam an. Das war gut. Wenn er den macht, bin ich absolut fein. Den nach oben. Alle anderen sind schwierig. Ah, Mist. Ha, das wird eng. Ah, nee. Oh. Oh, Junge, Junge. Hör bitte jetzt auf. Oh Gott. Kannst du jetzt mit deinem Magiescheiß aufhören, bitte? Ja, von mir aus verprügel mich mit deinen Fäusten, aber hör mit dem Magiescheiß auf! Nein! Ah! Och Mann, ey! Ich will aber nicht seine Magie parieren! Man kann den auch außerhalb von der Arena mit einem Bogen killen? What? Lol, die cheesy Taktiks da. Ich kill den jetzt so. Mann, das gibt's doch nicht. Vorhin war es so knapp. Ja, aber was vorhin irgendwer geschrieben hat, du kannst ja auf Twitch, kannst du dir Bits kaufen. Und die Bits, 100 Bits sind 1 Euro, die gehen mehr oder weniger direkt, so wie sie sind, an mich. Ich weiß nicht, was dich die Bits kosten, weil die, du zahlst halt eine gewisse Gebühr an Twitch. Und das kannst du mit einer Kreditkarte machen. Stimmt, das geht. Aber ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich teurer sein, als wenn du einfach eine Achso, genau, ich habe mich gerade gewundert, warum ich hier eine E-Mail von PayPal jetzt gerade bekommen habe, aber der Sepp hat ja einen Euro donated. Ach, hör auf, mich zu verprügeln jetzt. Nein! Also, wir gehen jetzt mal kurz nochmal zu Kalamit. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind die letzten beiden vorm Endboss. Mit einem Euro kannst du dir Biere kaufen. Mit einem Euro, ja, ein Bier kriege ich, glaube ich, gerade so. Wobei, nee, mit Pfand sind wir dann schon bei einem Euro 8, glaube ich, oder so, ne? Aldi Dosenbier, ja, oder sowas. Aber wobei ein Oettinger. Ich trinke sowieso gerne alkoholfreies Oettinger. Damit kann ich mir... Also ich trink kein Alkohol mehr. Seit einem Weilchen. Bin auch ganz zufrieden damit.
Ja, man kriegt schon das ein oder andere Bier, das ein bisschen günstiger ist, stimmt. 100 Bits kosten dich 1,59 Euro. Okay, krass. Also für mich ist es 1 Euro, den ich dann bekomme. An mich geht davon 1 Euro. Danke, Flippo, für die Info. Aber wenn du mehr Bits kaufst, dann kriegst du natürlich auch Rabatte da drauf und so, ne? Also. Hey, wo kommt Flippo her? Oder Braraf? Bist du irgendwo aus Österreich, Schweiz oder so? Autsch. Schweiz, ah, guck an. Macht er jetzt seinen... Nee. Wann er seinen seltsamen Grab macht mit dem Debuff? Das kann man doch irgendwo sehen. Ach fuck, jetzt macht er es. Jetzt hat er es dreimal hintereinander. Ach scheiße. Dreimal hintereinander macht er dann Feuerspucken. Und jetzt macht er den Scheiß. Ja, jetzt bin ich tot. Und tot. Nee, nicht. Okay. Doch nicht. Scheiße. Ah, fuck. Ey, der Debuff ist ja vorbei. Lol. Hä, wie bin ich denn... Hä? Wodurch bin ich denn losgeworden? Hast du Mods hier? Nee. Wurde zu gewarnt, ich chatte zu viel. Der Spam, das W-Spam ist wahrscheinlich, ärgert ihn wahrscheinlich. Aber ich wüsste nicht, welcher Bot hat sich bei dir gemeldet oder welche... Das war, glaube ich, nur von Twitch selber, ne? Da habe ich so ein Automod aktiv. Ein Bot-Mod. Ah, in der Schweiz, der Raraf, schau an. 5,99 Euro ist Wucher für die Bits, oder wie? Ja, genau, das weiß ich tatsächlich aus. Ab und zu mal sehe ich irgendwie einen japanischen Streamer oder Content Creator und da wird im Chat immer brutal viel W gespammt. Das ist total verrückt so. Türkischer Sub. Ja, du kannst ja irgendwie mit einem VPN oder so mal kurz deinen Twitch auf Türkisch umstellen.
Japanische Freunde einladen? Hä, warum nicht? Ich kann halt kein Japanisch. Du kannst wen du möchtest zum Zuschauen einladen, das ist... Das ist doch super für den Kanal. Zehn Subs verschenken für 8 Euro, das ist echt krass, ne? Ach komm. Nee, warum? Ach, dann fackel mich doch lieber ab. Dann fackel mich doch lieber ab, Kumpel. Ja, das ist in der Türkei, Naganoko. Da kannst du für super wenig Geld die Subs verschenken, das ist, ist schon seltsam. Aber krieg ich dann auch nur das Geld von den, ist... Ah, dann krieg ich ja auch weniger wahrscheinlich als Streamer. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber ich gehe stark davon aus. Ja, natürlich muss ja. Naganoko, ich mach noch ungefähr eine Stunde. Vielleicht ein bisschen länger, mal schauen. Aber Dark Souls auf jeden Fall eine Stunde und danach schauen wir mal noch ein bisschen. Kein Streamende, bevor Dark Souls 1 fertig ist. Eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du absolut recht. Ich kann nicht nochmal einen Abend anfangen hier. Danach noch 2 bis 3 Stunden Sekiro. Ich weiß nicht. Selbstmeinung ist Gesetz. Ah, ich bin mir echt noch nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich durchhalte. Aber theoretisch habe ich heute ein bisschen mehr Zeit. Wir gucken mal. Um runterzukommen. Ja, genau das, Sepp. Dann mache ich gleich einen Therapietermin aus. So, komm her, Drache. Ja, ich hatte schon gedrückt, bevor er nach oben geflogen ist, leider. Das tut weh. Oh nein! Oh. Leute. Viele sehen mit Naganoko, es wird keinen Elden Ring heute geben. Sorry. Tut mir leid, aber... Heute kein Elden Ring. Wieso? Weil ich jetzt Dark Souls 1 durchspiele. Donnerstag, genau. Bis zum bitteren Ende. Ich weiß es nicht. Ich will hier nichts versprechen. Alles gut, ja. Passt. Bis gleich.
Vor allem ist eigentlich noch gar nicht so spät irgendwie, ne? Die letzten beiden. Bei Manus hatte ich das letzte Mal wohl richtig Glück, dass ich mich da durchhaveln konnte. Also richtig, richtig Glück. Wobei auch die Waffe, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden gemacht hatte. Wäre natürlich cool, diese Waffe noch auf plus 15 zu bringen. Das hätte natürlich, würde auf jeden Fall helfen. Ach nee, wenn er so nach oben brüllt, dann macht er ja den Grabbler, dann muss ich weg von ihm rollen, dann muss ich weg. Weg, weg, weg. Na Mist, den ersten ausgewichen und den zweiten darf ich nicht ausweichen, oder was? Ah Mann! Und was soll jetzt diese Meldung da unten? Shit. Ach. Manus! Genau, da kann man Sif finden, ja. Flippo, sollen wir kurz hinschauen? Ich weiß nicht genau, wo sie ist, aber ich bin mir sicher, irgendwer kann es uns zeigen und dann renne ich da kurz hin. Sollen wir da mal schnell vorbeischauen? So, dann brauche ich eine kurze Info. Ist sie in der Nähe von Manus oder weiter oben? Damit ich ungefähr weiß, wo ich suchen muss. Oder vielleicht sogar direkt hier ums Eck irgendwo, ne? Wenn ich hier unten rauskomme. Kann das sein? Dass sie hier... Das ist hier irgendwo eine... Ich glaube, es könnte sein, dass sie sogar hier runterwärts ist, oder? Die sind so schwer von der Entfernung her einzuschätzen, ne? Wo die sind. Okay, hier ist sie nicht. Hier ist eine schwarze Flamme. Ja, wenn mir niemand sagt, wo ich sie finde, dann ist es leider ein bisschen schwierig für mich. Weil ich nicht genau weiß, wo. Also ich hätte gedacht, dass sie in der Nähe von Manus irgendwo war. Dass man da gar nicht so weit weg muss. Sif? In welche Richtung? Ist sie in der Nähe von Manus? Muss ich hier runter und dann irgendwo rechts, links? War das nicht so?
Hier runterdroppen? Nee. Sif, der Drache? Oder hier drin? Ah, der kommt dann nachher, wenn ich Manus besiegt habe, oder wie? Menschlich im Bossraum, wenn ich Manus besiegt habe. Oder wie? Ich dachte auch vorher. Beschwören, dass er dir hilft. Nee, das meinen wir nicht. Du kannst ihn irgendwie retten. Sif ist irgendwo, hier unten steckt sie fest. Und wenn du sie rettest, dann hat sie auch eine andere Animation. Der Katze folgen. Aber der Katze bin ich gefolgt. Das ist hier oben. Dann gehe ich nochmal dahin. Die ist nämlich schon weg, weil ich hier lang bin. Und dann bin ich hier links rein. Und... Ah, warte, ist das hier in dem Fall? Ah, guck mal. Ey, diese Entfernung einzuschätzen von diesen Dingern, unmöglich. Nee. Und wie viel Schaden die machen, ist auch so krass. Ah doch, die droppen Menschlichkeit, wusste ich doch. Da ist sie doch. Das gute Hündchen. Ich rette dich! Muss ich hier draufhauen? Läuternder Turmschild. Da haben wir sie gerettet. Leider kriegen wir die Animation nicht mehr. Ich habe Sif schon erlegt. Weil sie hat ja eine andere Animation, wenn man sie hier rettet, erinnert sie sich an einen. Kann der irgendwas Besonderes, der läuternde Turmschild? Ein stählerner Großschild, entstanden aus der Seele des königlichen Ritter Artorias, der in den Abgrund stürzte. Artorias, der tief vernarbt vom Abgrund war, nutzte ihn, um eine Barriere zu erschaffen, die seine Gefährten Sif schützen sollte. Dabei wurde er abgenutzt, doch sein Schutz gegen Magie wurde gestärkt. Das könnte natürlich auch eine Sache gegen Manus sein, ne? Wie schwer ist die Nummer jetzt? Ah, zu schwer, ne? Nee. Nee, nee. Keine Experimente. Ich habe ihn fast. Ich habe ihn fast. Manus ist fast. Manus ist fast durch, wir kriegen ihn jetzt. Ich wusste auch nicht, ob das Sif gleich verschwindet, wenn man das Magiegefängnis kaputt macht.
Ich dachte, wir können noch kurz irgendwie mit ihr interagieren, aber da war sie weg. Hat einmal kurz geheult und ist abgehauen. Hat sich bei uns bedankt. So, Manus. Dein schlimmster Albtraum ist eingetroffen, Manus. Warum benutzt du nicht Flamme, gib mir Kraft? Ich habe keine Ahnung, von was du da redest. Um ehrlich zu sein. Ah, wieder so ein dämlicher Treffer. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Ach Mist, jetzt war ich zu auf. Jetzt habe ich mich zu sehr über meinen geilen Move gefreut. Scheiße. Ah, kacke. No! Wow! Okay, ich bin komplett ausgewichen. Nochmal geil. Ja, okay, sein nach vorne springen macht mir wieder seltsamen Damage. Oh, allem ausgewichen. Ich bin allem ausgewichen. Oh nein, jetzt habe ich mich schon wieder zu sehr drüber gefreut. Nein, hör auf. Manus, tut mir leid. So kacke bist du nicht. No. Ja! Ah, endlich! Oh. Zehn Menschlichkeit, nice. Huh. Dankeschön, Flippo, für die 100 Bits. Dankeschön. Und danke für die GGs im Chat. Vielen Dank. Nice. Ah, super. Ach ja, klasse. Sehr gut. Habe ich den auch ohne Havels Rüstung gut geschafft. Nice. Let's go. So, bleibt noch eins. Bleibt noch ein einziges Monster. Und diesen Gegner habe ich bisher noch gar nicht besiegt. Den habe ich noch nie geschafft. Ah, Moment, ich mache noch was anderes.
weil ich jetzt da unten am Rasten war. Genau, hier wieder die 20 Flakons holen und dann Kalamit. Ah. So, okay, also ich muss irgendwie es schaffen, rechtzeitig abzuhauen, wenn er auf die Hinterpfoten geht. Hinterbeine. Wenn er auf die Hinterbeine geht, dann kommt entweder das Feuerspucken. Dann wäre es schön, wenn ich an seinem Hinterteil wäre. Dann könnte ich ihm fett Schaden machen, weil das Feuerspucken dauert ein Weilchen. Und die andere Attacke auch. Eigentlich wäre es gut, wenn er auf die Hinterbeine geht, dass ich auf ihn zulauf. Und möglichst zügig ich war eigentlich am Springen, aber naja. Ich werde mal probieren, wenn er auf seine Hinterläufe geht, dass ich irgendwie auf ihn zulauf und unter seinen Beinen durchlauf oder so. Mal gucken, was da geht. Zu spät. Zu spät gerollt. Ich glaube, ich wäre jetzt schon in seinem Ding drin gewesen. Ah ja, guck mal, perfekt. Einmal ausgewichen, der Nummer. Oh! Ah, wie weit er nach vorne hüpfen kann. Tinnitus-Angriff, ja, das ist voll übel. Ey, no. Oh, okay. Meine Güte, ist ja gut, ich komme ja schon zu dir. Mist. Ach, ärgerlich. Nee, was war das denn jetzt? Irgendwie in die Wand eingequetscht worden oder so. Irgendwie in der Wand eingequetscht. Irgendwie sowas. Der sah aus wie deine Mutter. Der hat auch so komische Elfenohren gehabt. Wie deine Mutter. Ha, Naganoko. Wer sagt sie? Ihr? Keine Ahnung. Wer sagt es, Naganoko? Muss ich sagen. Ihm, okay. Ja. So, hey. Das lief irgendwie. Ja, wirklich.
Kein Scheiß. Ihr konntet es alle nicht glauben. Danke, Sepp. Danke für dieses Vertrauen. Okay. Aber es wird auf jetzt noch den Vogel. Genau, den habe ich noch nie besiegt. Weder mit Havel noch mit sonst was. Den habe ich noch nicht geschafft. Ja, gut. Aber Naganoko, du kannst ja auf YouTube nachholen. Oh oh. Okay, alles gut. Ich dachte schon, er macht wieder seinen... Ah, Mist. Da habe ich jetzt... Ah! Ja, ich habe ja die Challenge... Ich habe ja die Challenge, alle From-Software-Bosse seit Demon's Souls zu machen. Nein! Oh, das ist gut. Absolut okay. Können wir so machen, Kalamit. Können wir so machen. Oh oh, scheiße. Ach, warum? Gerade wenn ich am Hauen bin. Wie werde ich das Ding jetzt los? Irgendwie bin ich es vorhin losgeworden. Ich weiß nicht mehr wie. Das ist zu viel Damage. Den kann ich nicht einstecken. Vielleicht muss ich einmal von seiner Flamme Schaden kriegen oder so. Geht es jetzt weg? Oder ist das einfach auf Zeit, das Ding? Weg, 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 weg. Ist das auf Zeit? Darf ich mich einfach nicht treffen lassen? Jetzt ist es weg. Okay, es muss ein normaler Angriff sein oder so. Ah. Ja, der Status, der hat so einen Status. Wenn der diesen Griff macht, mit dem er, bei dem er mich in die Luft hebt und dieser Tinnitus-Angriff kommt. Danach habe ich irgendeinen Debuff. Und mit diesem Debuff macht Kalamit mehr Schaden an mir. Und diesen Debuff weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss mich von ihm einmal treffen lassen, dann ist er weg. Glaube ich. Keiner im Chat hilft mir. Alle wollen sie mich leiden sehen. Find du den Scheiß doch selber raus. Wir mussten da auch durch. Ja, kann ich auch verstehen. Ich will da ja auch durch. So ist es ja nicht. Dämlicher Köter. Ja, ich denke mal, ich kann ihn angreifen und dann, bis mein Angriff durch ist und ich wieder weglaufen könnte, ist es halt schon... Ich könnte auch eine andere, schnellere Waffe nehmen, ne? Als diese riesige Keule, die super langsam ist. Bloodborne kommt noch. Kommt hoffentlich noch dieses Jahr. Dass es diesen Debuff gibt. The fuck? Das ist doch nicht euer Ernst! Ihr müsst das doch mitbekommen haben, dass ihr nach dem Tinnitus-Angriff wesentlich mehr Schaden von ihm bekommt. Oder von ihr, oder was auch immer, von Es. Was weiß ich.
Es ist eine Sie. Siehst du mal. Guck mal an. Einfach nicht treffen. Einfach. Ja. Ihr immer. Easy, ja. Nein! Oh, nein! Oh. Scheiße! Verdammte Axt. Oh, wie viel Schaden. Okay, es ist, glaube ich, über Zeit. Weil sie hat mich jetzt getroffen und ich hatte den Debuff immer noch. Du bist nicht ausgewichen. Sepp, auch geil. Ah, Kalamin kann sein, was immer er sie will. Ah. Naganoculus freut mich sehr. Aber ey, ihr tragt euren Teil auch dazu bei, ne? Dass es hier, dass wir so unseren Spaß haben, ey. Ich bin das nicht alleine, Jungs. Das. Ihr helft da absolut bei mit, also. Sag mal, dämlicher Köter, danke. Ist doch gut, ja natürlich. So läuft das doch auch, oder? Was ist ein Streamer ohne seine Community? So funktioniert die ganze Nummer doch. Und ich find's super, dass ihr am Start seid, wirklich. Ja, ich werde, also du kannst auf Twitter ja schon mal was irgendwie dalassen, wenn du willst. Tassilo, ohne das, so wie auf Twitch eigentlich, müsstest du mich eigentlich auf Twitter finden. Ach ja, genau. Jetzt macht er es einfach instant. Scheiße. Jetzt muss ich irgendwie weg. Schauen, dass er mich nicht trifft. Sie, dass sie mich nicht trifft. Geh bitte weg! Ah, und tot. Und Discord, ja, stimmt. Ausrufezeichen DC in den Chat. Twitter, Instagram findet ihr mich überall unter Tassilo, also TAS5ILO. Wenn da mal sich irgendwie was ergibt oder so, wenn ich mal. Da ein bisschen intensiver was mach, dann seid ihr schon mal dabei. Sagen wir es mal so. Wenn ich am Trinken bin. Ich find's erstaunlich. Du schreibst immer, du hättest irgendwie, du bist schon am Alkohol trinken und keine Ahnung. Ich find's erstaunlich, dass du noch schreiben kannst. Dass da noch so viel kommt. Wenn ich so richtig dicht war früher, da ging gar nichts mehr. Dämliche Köter!
Reicht jetzt auch. Vorbeilaufen will ich auch nicht, weil dann sind sie hinter mir her. Das ist auch nicht geil. Diese drei Hunde, ne? Auf dem Weg zum Kalamit. Auf dem Weg zum Kalamit. Das klingt irgendwie wie so ein... ganz besonderes Rindfleisch. So wie Kobe-Rind oder Kobe-Rind. Kobe heißt? So heißt das doch, oder? Karamite. Wie ein Berg, die Erstbesteigung des Kalamit, ja, stimmt. So Mount Everest, ja. Autsch. Ups, das... Okay, waren 5 Meter zu wenig. Oh oh. Ach, Leute. Kalamitscharo. nein, was? Jetzt laufe ich schon am Leuchtfeuer vorbei, mit dem ich mich teleportieren muss, damit ich 20 Flakons habe, die ich nicht mal benutze in dem Kampf. Schluss mit den Faxen. Ja, ich gebe mir Mühe. Okay, let's go. So. Konzentration. Manus habe ich auch geschafft. Los geht's. Es ist auch schon spät. Hier, jetzt langsam. Das ist jetzt auch schon meine 6,5. hier Stunde, ne? Das ist... Dämlicher Köter. Du besiegst ihn heute. Ja. Morgen ist Sonntag, ja. Ja, ich weiß, morgen ist Sonntag, aber... Das Töchterchen steht um 7:30 auf. Oh, und wählen gehen müssen wir auch, stimmt. Ach du Scheiße. Das Schicksal Europas liegt in euren Händen, ja. Ich habe den Zettel noch gar nicht ausgefüllt. Hätte man schon mal machen können, ne? Au. Oh. Ja, da ist... Es gibt einen kleinen Zwerg hiervon. Ich habe ein Kind, ja. Oh, das war wild. No, 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 ich gehe auch noch in die Flammen rein. Okay, alles gut. Nichts passiert. Scheiße. Okay, okay. Komm, steh auf! Steh auf jetzt!
knapp. Jetzt bist du... Ja, nice. Ah, Karl haben wir auch geschafft. Geil. Jawoll. Thorsten, grüß dich. Hi. Danke, Leute. Und nochmal die 100 Bits, Flippo. Dankeschön. Ah, super. Seine Frau hat auch schon angefangen. Ja, kann man auch schon fast Frau sagen, würde ich sagen. Ah, nice. Gibt's hier ein Leuchtfeuer? Ist hier irgendwo eins gespawnt? Nee, ne? Was ist denn das da hinten eigentlich? Ist das eine Kiste? Warum steht hier eine Kiste rum? Der Drachenschatz, wenn das kein Goldhaufen ist. Eine graue Scholle, okay. Wie heißt deine Tochter? Das möchte ich hier live und online eigentlich nicht unbedingt sagen. Zwerg. Wird sie genannt? Oder kleine Lady. Und das Alter ist auch nicht so wichtig. Das sind private Informationen, das... Den Namen wissen? Nee, du, kannst die Kleine oder der Zwerg oder was, wenn du irgendwie dich dafür interessierst, was sie treibt oder so, irgendwelche wilden Namen für ein kleines Mädchen einfallen lassen. Vielleicht fällt er mal aus Versehen, dann war es halt so, aber jetzt einfach so mit, weiß nicht, ist mir irgendwie unangenehm. Er heißt Zwerg, okay. so, genau. Also, ich gehe mal nochmal ein bisschen auf Leben. Wir haben ja noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Eine winzig kleine Kleinigkeit. Falls jemand Lust hat, wir könnten jetzt natürlich... Wenn sich niemand anderes bereit erklärt, dann, außer Sepp, dann machen wir das jetzt nicht. Für die vier Spieler-Arena gehen, ne? Dann gehen wir da jetzt nicht hin. Mausi genannt, die kleine Schwester. Ja, das fällt auch ab und zu, der Name. Ein Duell. In der Duell-Arena. Ja, komm, let's go. Wo ist denn die? Wie komme ich denn da hin? Muss ich da... Das ist hier in der Stadt Ullaziel, ne? Choose your opponent. Slayer oder Mutter? Der Sepp. Ey, wenn dann Tassilo Slayer. Nur Dark Souls 1, kein Elden Ring. Ja, heute nur Dark Souls 1, richtig. Du spielst auf der PlayStation bei Artorias, genau. Genau, Raraf leider. Schade, schade. Heute kein Elden Ring. Elden Ring... Also zum DLC bin ich das ganze Wochenende durchgehend irgendwie am Start. Team Podium. Deathmatch Podium. Deathmatch Ruine. Team Ruine. Duell Ruine. Ah, hier. Okay, dann das in dem Fall. Podium Duell. Dann gehe ich da jetzt rein. Ach so, und dann kann ich hier ein Passwort eingeben. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Finden wir nicht so viele, oder? Oder geben wir ein Passwort ein? Ja, wir können auch schnell dann, dass wir auf jeden Fall uns treffen. Nee, ohne. Okay, ohne Kampfsuche.
Kampf des Stoizismus mit diesen Einstellungen betreten. Ja, ich weiß zwar nicht genau, was das ist. Du willst auch Kinder. Ach so, okay. Ja, alles, hey, Naga Noko, alles easy. Ich hab's erklärt, warum und deswegen passt. Warum kann ich nichts tun? Kampf beginnen, jetzt. Okay. Haben wir hier. Ist es hier von der. Vom Delay besser? Nee, aufhören! Warum kann ich nicht ausweichen? Was ist das? Alter. Na, wenn ich einmal in den Dinger reinkomme, ne? Das ist so wie bei ihm. Da kannst du auch nicht. Ja, nee. Nee. Da war der. Der Griff zum Flakon war da. Nee, er hat Zauberzeug! Hau ab! Wait, wer? Ja! Ja! Ich hab gewonnen, endlich! Oh, es geht direkt weiter, oder was? So nicht, Freundchen. Ah, Doppel-KO, okay, verstehe. Ah ne, jetzt will ich auch saufen. Nein! Wie wir mit diesen riesigen Keulen aufeinander, ne? Oh! Ah! Autsch, das tat weh, ha? Huh? Ah! Sepp. Schild! Yes! Nice! Ah. Wie er gleich angerannt kam. Was machen wir gegen ein Schild, hä? Nein! Ach, ich bin ja dumm. Nix freuen hier, ich bin sofort wieder da. Kampf abgeschlossen. Ah, kein Schaden mehr. Okay. Bester Kämpfer, yes! Sepp, GG. Stark. Eine Runde gegen Mono. Oh Gott. Okay. Na gut. Eine Runde gegen Mutter. Gegen deine Mutter. Eine Runde gegen deine Mutter. Sepp, gib Bescheid, wenn du bereit bist. Du musst ja jetzt, erstmal den Charakter wechseln, ne? Ja, denke ich mir. In dem Fall mache ich kurz Pause. Ich muss nämlich auf die Toilette, Leute. Ich bin gleich wieder da.
Bin ready. Gut, alles klar, dann suche ich mal. Vierspieler-Version ist das gleiche. 3 Minuten jeder gegen jeden, wer am meisten Kills macht. Geil. Ja, ich habe meine Revanche bekommen. Endlich! Und jetzt kriege ich so hart aufs Maul. Jetzt kriege ich so hart aufs Maul. Ich weiß es jetzt schon. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das hier für eine Scheiße? Nein, hör auf! Ach, ich kann ja nicht saufen. Gut und tot. Nee, überlebt. Och. Och. Ah, verdammt. Wie er einfach... Ey, diese miese Nummer mit diesem komischen Magieblödsinn, den er hier abfeuert die ganze Zeit, ne? Ah, und sobald ich nah dran bin, kommen die seltsamen Attacken. Weil er viel schneller zuhauen kann, als ich mit der Keule. Yes. Oh, wie viel Schaden das macht. Fucking hell. No! Oh. Das ist so hart, ne? Das ist einfach so übel. Ich habe auch keine andere Waffe dabei, ne? Shit. Kann ich das noch umrüsten? Wie ich hier auf die Fresse krieg. So instant auch. Da geht der Zauber geht los. Und danach kommt sofort der andere. Ah, verloren. GG, Sepp. Was sind das eigentlich für Elfenohren, die du da am Start hast? Was ist das für eine Maske? Deine Mutter ist unbesiegbar. Ja. Allerdings. So, Leute, wir sind ja noch nicht ganz fertig. Eine winzig kleine Kleinigkeit gibt es noch zu erledigen. Eine winzig kleine Kleinigkeit gibt es noch zu erledigen. Und auch diese winzig kleine Kleinigkeit werden wir weiterhin menschlich tun. Plus 20% Zauberschaden. Holy shit. Okay, jetzt kein Wunder, woher das gekommen ist, ne? So. Ist das... Das? Ich glaube, das ist es. Dann noch einen Ring mit plus 20%. Ach du Scheiße. Nee, hier will ich gar nicht hin.
Wo will ich ihn hin? Wie heißt denn das? Hä? Ach doch, ich kann ja mit dir. Ja, passt schon. Bring mich dahin. What is it? Go on. State your. Very well. Be still. Gut, brauchen wir uns nicht anschauen. Wir wissen ja, was passiert. Gut, so. Eigentlich wäre es cool, den Speer noch aufzuleveln, aber... Muss jetzt so gehen. Schauen wir mal, wie es läuft. Noch könnt ihr mich aufhalten. Ich weiß nicht, ob man hier PvP machen kann. Falls man hier PvP machen kann, könnt ihr mich auf dem Weg hier noch aufhalten. Okay. Ah, der Speer macht halt nicht so viel Damage, ne? Da muss ich zu lange mit denen rummachen, um ehrlich zu sein. Hundert Bits, wenn ohne Hit... Ah, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ohne getroffen zu werden. Ah, da ist die Keule schon besser. Vom Damage. Mit der Keule geht's wahrscheinlich besser. Okay, Sprungangriff. Warte mal. Ach, weißt du was? Ich sehe aus wie einer von Rust, ne? In Rust kann man doch auch solche... Das sind doch auch die...
Da gibt's so einen Helm, so einen Eimerhelm und sowas. Und bauchfrei. Da war leider ein Hit jetzt dabei. Leider ein Hit dabei. Schade. Ich hatte schon gedacht, ah ja, geht doch. Aber... Hoppala. Hoppala. Ah nee, der Grab. Nein, es wird kein First Try. Shit. Ich hab den Grab vergessen. Dass er den machen kann. Ah, shit. Willkommen zurück, Naganoko. Willkommen zurück. Ja, ich kann das schon. Ich habe das auch ganz gut in Elden Ring hinbekommen. Und bin echt gespannt, was hier in Elden Ring, was da noch so geht. Parieren technisch. Ich fand's nur ein bisschen doof, dass man manche Bosse mehrfach parieren musste, bis man den kritischen Treffer machen konnte in Elden Ring. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht zu parieren. Aber bei den Bossen, bei denen es so mit einem Parierschwung ging... Ich meine, ich verstehe das schon. Wenn es jedes Mal mit einmal parieren so easy drin wäre, ne, dann... Das wäre viel zu einfach. Aber... Ja, ich fand es halt insgesamt nicht ganz so geil. Weiß nicht. Hat mir dann nicht so Spaß gemacht, aber die Bosse, bei denen es nicht ging, die habe ich halt normal bekämpft. Und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Also war voll okay, wie es gelöst war. Ich verstehe auch, dass das sonst zu einfach wäre bei manchen Bossen. Gerade Malenia wäre ja lange nicht so schwer mit Parieren. Wenn sie bei einem Hit Parieren einfach down gehen würde so und du kannst dir einen kritischen Treffer machen, das wäre viel zu einfach. Also absolut verständlich. Bisschen schade, aber verständlich. Elden Ring war anders, ja. Ich wollte eigentlich mein Zeug gerade sammeln, Herr Fürst. Darf ich kurz? Aber für was brauche ich es eigentlich? Eigentlich brauche ich es ja nicht, ne? Das ist ja Quatsch. Ey, hören Sie bitte kurz auf. Ich war zu sehr konzentriert darauf, dass... Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Sepp, vielleicht habe ich das gerade verdient. Aber ich habe hier ein Gummischwert, ne? Pass auf. Nicht, dass ich mal vorbeikomme und dich mit meinem Gummischwert verprügel.
Ah, ich... Ach, dass ich den Scheiß eingeführt hab, ne? In real life. Ich habe jetzt keine Lust, diese Ritter zu bekämpfen. Auch wenn es irgendwie cool ist, die zu parieren, aber... Wir machen jetzt Gwyn und schließen Dark Souls 1 endgültig und vollständig ab. Das erste Mal. Alle Bosse. Black Knights früher mal Silver Knights waren? Nee, wusste ich nicht. Spannend. Bin gerade im Überlegen, wie das wohl zustande kam. Ja, also Naganoko, ich glaube, Twitter ist hier in Deutschland gar nicht so ein Ding, oder? Ich weiß es nicht. Die wurden verbrannt? Okay, das ist ja auch witzig. Die Silver Knights, die verbrannt wurden. Nee, das ist der Grab. Ey, sag mal. Er will mich aber auch anders, ne? Wo bin ich hier überhaupt? Ich stecke in irgendeiner Ecke fest. Das gibt's doch nicht. Also ich glaube, Twitter bzw. Schrägstrich X ist gar nicht so ein Ding. Anor Londo Silver Knights, aber die sind doch auch silbern in Dark Souls 1 in Anor Londo. Also das hier sind ja silberne Ritter hier, die beiden. Oder zählen die hier als Black Knights? Ich bekomme ja auch die Silberritterrüstung in Anor Londo. Ach, das sind Black Knights hier. Ach so, okay, krass. Witzig. Ja, und die Rüstung ist dann halt noch silbern, weil sie einfach nur silbern ist. Und das sind ja auch schwarze Ritter mit einer silbernen Rüstung. Na gut. So, Freundchen, jetzt aber. Okay, Moment, Raraf, das... Scheiße. Okay.
Nein, aber es müsste jetzt noch reichen, dass ich... Das müsste jetzt noch klar gehen. Fucking hell! Das gibt's doch nicht. Die einst stolzen Silberritter von Gwyn, Lord of Cinder, ziehen jetzt mit mächtigen Waffen dem Black Knight Schild und dem Black Knight Set durch Lordran. Es wird gesagt, dass die Ritter im Kampf gegen Chaosdämonen schwarz verbrannt wurden, was ihnen eine hohe Feuerresistenz verlieh. Einige reisten sogar mit Gwyn zum Brennofen der ersten Flamme, wo sie zu Asche verbrannt wurden, als er die erste Flamme verbannt. Und nur ihre Geister blieben zurück. Die geisterhafte Treppe zwischen... Okay. Verrückt. Huah! Das ist sehr spannende Hintergrundgeschichte an der Stelle. Und Sepp, du hast ihn immer gehavelt. Findest du das nicht irgendwie peinlich? Ihn dann nicht mal normal besiegt zu haben? Nope. Über ihren Tod kämpfen sie für vollkommenen König? Boah! Damit das Zeitalter so bleibt, wie es ist, ne? Hintergehen, ein Flakottring wieder parieren. Ja, das klappt jetzt schon gleich, Leute. Wir sind hier gleich durch. Immer mit der Ruhe. Wir bleiben alle ruhig. Keiner dreht durch. Mach mal ohne Cheese. Was heißt denn hier Cheese? Ich cheese den doch gar nicht. Ich spiele ihn so wie... So wie er mir reinkommt. Ach, ich muss gerade über diese Rüstung lachen. Ich habe mir das gerade noch mal genauer angeguckt, wie ich hier rumlaufe. Es ist ja einfach so geil, ne? Nein! Verdammt. Wie, zeig mal die Rüstung. Ah, dieser Sack über dem Kopf. Er sieht einfach so unglaublich dumm aus. Ein bisschen wie ein Rust halt.
An jedem Christopher Street Jay mitlaufen, ja. Let's go next Bearer of Flames. Ah, ich bin ein mächtiger Krieger, bitte glaubt mir. Ja, ah, finde ich auch. Ach, es sieht so doof aus. Ah. Natürlich besiege ich ihn so. Was meinst du, warum ich so dahin laufe? Ohne parieren? Nee, ohne parieren. Kann ich den, will ich nicht. Keine Ahnung, das gehört hier dazu. Nein, jetzt krabbelt er mich. Ah. Ah, wobei, wahrscheinlich ist er gar nicht so schwer, ne? Wie ich es aber auch dreimal verkacke hier. Nee, was heißt hier? Hör auf! Der funktioniert so. Was machst du? Ey, lass... Okay. Weißt du was? Wir reden da gleich kurz drüber. Das zählt nicht. Okay. Mit der Meinung bin ich einverstanden. Naganoko. Damit bin ich einverstanden mit der Meinung. Wir reden da gleich kurz drüber. Ja, gut. Okay. Twitch, bleibt noch einen Moment dran. Wir können das gleich nochmal kurz ein bisschen besprechen. Aber YouTube, ich habe... Ey, Rarauf, danke schön für die 25 Bits. Vielen Dank. Dark Souls 1, jetzt auch komplett abgeschlossen. Jeden Boss besiegt. Es gibt hier noch eine kleine Unstimmigkeit, ob ich jetzt Gwyn als besiegt zählen darf oder nicht. Wir nehmen das jetzt erstmal als Dark Souls 1 jeden Boss besiegt. In Dark Souls 3 auch jeden Boss besiegt. In Sekiro auf einem Weg. Dark Souls 2 auch auf einem Weg dahin. Elden Ring auch alle besiegt, außer DLC. Es geht voran. Es geht voran mit der Challenge, alle Bosse, alle From Software Bosse seit Demon's Souls zu besiegen. Es fehlen dann noch Demon's Souls und auf jeden Fall Bloodborne, das kommt auch noch. Ich hoffe, ihr begleitet mich auch, nachdem ihr Dark Souls 1 komplett durchgeguckt habt, noch weiter auf YouTube. Ich freue mich über eure Kommentare und über alle Infos und so, die ihr noch raushauen könnt und was ich vielleicht vergessen habe und mir anschauen sollte, können wir dann auch noch irgendwann mal machen, aber YouTube... An dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.